Herzlich willkommen zu Kärnten TV 90 am Donnerstag. Diesmal mit den Themen Regierungssitzung, Sportlerehrung und dem neuen Kärnten-Magazin. Eine Reihe von Themen behandelte die Landesregierung in ihrer jüngsten Sitzung. So wurden die Erhöhung des Kinderstipendiums und ein EU-Erweiterungsprogramm für zusätzliche finanzielle Mittel beschlossen. Eine positive Zwischenbilanz zogen die Regierungsmitglieder zudem über die Regionalitätsoffensive des Landes. Mehr Budget gibt es für die anhaltende Bekämpfung der Corona-Pandemie. Weitere 5 Millionen Euro setzt die Landesregierung vor allem für Impfungen und Testungen ein. Trotz Corona-Pandemie hat sich der Sportpresseclub gemeinsam mit dem Land Kärnten dazu entschlossen, die Kärntner Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2020 zu wählen. Mit Trophäen von Glaskünstler Mario Karner werden sie in mehreren Veranstaltungsreihen im Spiegelsaal der Landesregierung ausgezeichnet. Von Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesrat Sebastian Schuschnigg wurde in dieser Woche Skistar Matthias Mayer zum Sportler des Jahres gekürt. In der Kategorie Special Olympics gewannen Tanzsportlerin Sarah Mühlbacher und Schneeschuhläufer Markus Oberwinkler. Bald ist es wieder soweit. Das neue Kärnten-Magazin befindet sich gerade in der Fertigstellung und wird Ende April an alle Kärntner Haushalte zugestellt. Thematisch dreht sich diesmal alles rund um die Themen Klima- und Umweltschutz sowie Corona. Natürlich wartet auch in dieser Ausgabe wieder ein toller Gewinnspielhauptpreis auf Sie. Ich danke Ihnen fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind.